Herzlich willkommen zu einem neuen One Piece Treasure Cruise Video. Dieses Video ist ein Guide bzw. soll euch mit Informationen versorgen für Treasure Map Big Mom, die schätzungsweise in ein paar Tagen verfügbar sein wird. Fangen wir an mit dem Kampf gegen Petro. Petro hat 520.000 Gesundheitspunkte auf New World. Er gibt euch am Anfang des Kampfes Strength Orbs. Disperiert beide Kapitäne für 5 Runden und setzt die Specials eures Kapitäns und Freundkapitäns um 2 Runden zurück. Nach Runde 1 reduziert er eure Gesundheitspunkte um 80%, verhindert auch Delaydun und Enraged. Er greift alle 2 Runden für 5600 Schaden an. Natürlich, wenn er Enraged ist, dies mehr. Wenn ihr einen Open Manipulating Special benutzt, gibt er euch Strength for Orbs again oder wieder. So, hier die Idee dahinter für die Teamkombination. Legend Nami macht Strength Orbs beneficial für eure Crew. Das heißt, ihr braucht euch nicht darum kümmern oder euch Sorgen machen, dass ihr das nicht habt. Dann hier Pizza Frankie entfernt 2 Runden Despair. Das heißt, ihr braucht unbedingt Level 5 Anti-Despair mit diesem Team. Und der Rest war einfach nur aufgefüllt, damit wir die Bedingungen für TM Kizaru haben. Mit diesem Team solltet ihr locker, ich würde sagen, über 50 Runs machen können. Nun zum nächsten Team gegen Brook. Brook fängt mit 450.000 Gesundheitspunkten an. Er greift jede Runde für 4.000 Schaden an. Er gibt euch am Anfang Block Orbs und bekommt 2 Runden lang eine prozentuale Schadensreduktion. Natürlich verhindert er auch Debuffs. Wenn ihr ihn unter 20% bringt, greift er für 2x seinen eigenen Angriffswert an. Ja, hier ganz einfach Raid Zoro, da er die prozentuale Schadensreduktion aufhebt. Der Rest war dann einfach nur mit Slashern aufgefüllt. Wenn ihr bessere Einheiten habt, free to play, noch frei habt, dann könnt ihr die nehmen. Nun zu dem Kampf gegen Pudding. Pudding startet mit 320.000 Gesundheitspunkten. Sie greift alle 2 Runden für 4.800 Schaden an. Am Anfang des Kampfs beschwört sie 5 Vorderunits. Wenn sie lebt, aber die Vorderunits tot sind, dann bindet sie eure Slots für 10 Runden. Bindet 2 zufällig ausgewählte Einheiten für 10 Runden und erhöht ihren eigenen Angriff auch für 10 Runden. Da Pudding der einfachste Kampf ist, habe ich hier einfach sozusagen Resteverwertung betrieben, was Free-to-Play-Einheiten angeht, und damit dann aufgefüllt. Keine Sorge, das ist nur vorübergehend dieses Team, nachher kommt noch was anderes. Nun zum Kampf gegen Nami. Nami startet mit 620.000 AP. Sie greift jede Runde für 3.200 Schaden an. Zu Beginn des Kampfs despairt und paralysiert sie eure Crew für 4 Runden und ändert ihre Farbe zu lila. Wenn ihr sie killt, dann wiederbelebt sie für 50% ihrer Gesundheitspunkte und beschwört 5 andere Namis, die natürlich weniger AP haben. Wenn diese Kopien angreifen, dann reduzieren sie entweder eure Gesundheit um 20%, geben euch keine, also leere Orbs, pusten 2 verschiedene zufällig ausgewählte Einheiten weg, reduzieren eure Gesundheitspunkte um 10% und blenden euch, oder reduzieren die Gesundheitspunkte um 10% und ja, pusten eine
was war es, glaube ich, für immer ist das, also unendlich lange pusten eine zufällig ausgewählte Einheit weg. Wenn ihr ein Orb Boosting Special benutzt, bindet Nami eure Slots für 10 Runden. So, die Idee hier hinter diesem Team ist, einfach Nami töten, ganz normal. Sobald sie wiederbelebt, beide Whitebeard Specials und Schichtenschacht auf gut Deutsch gesagt. Das war es dann, oder war es dann. Weil ich würde auch empfehlen, jedes Mal gegen Nami zu kämpfen. Whitebeard Special macht an die 200.000 Schaden. Das ist also mehr als genug, oder sollte mehr als genug sein, um sie zu töten mit beiden Specials. Wenn nicht, dann bleibt so wenig Gesundheitspunkte übrig bei ihr, dass ihr keine Probleme haben solltet. Natürlich auch ist dieses Team ideal, um halt die Vorderunits zu töten. Und kommen wir zum zum Bossfight gegen Sanji Runde 6. Sanji startet mit 420.000 AP. Er greift jede Runde für 3.200 Schaden an. Zu Beginn des Kampfes erhöht er seinen Angriff und seine Verteidigung für 3 Runden. Und wenn ihr ihn unter 20% bringt, dann pustet er eine zufällig ausgewählte Einheit weg. Auf der Boss-Stage hat Sanji 1 Million HP. Er greift jede Runde für 4.600 Schaden an. Zu Beginn des Kampfes bekommt er 3 Runden Hartnäckigkeit. Das heißt, ihr könnt ihn nicht töten, außer mit Specials. Und verringert euren Angriff für 2 Runden. Er verhindert auch Delay. Und wenn ihr ihn unter 95% bringt, dann erhöht er seinen Angriff und seine Verteidigung für 3 Runden. Unter 20% greift er für 3-mal seinen eigenen oder jetzigen Angriffswert an. Wenn ihr ein Healing Special benutzt, klärt er eure Buffs, bekommt eine 5 Hit Perfect Barriere für 2 Runden, aber er tut es nur einmal. So. Die Idee hier hinter diesem Team ist, ich glaube, für die ersten 3 Runden auf New World, natürlich, wenn ihr East Blue oder Grandline seid, für mehrere Runden sogar, sofern der Attack Debuff ausgelaufen ist, solltet ihr ihn mit den Specials von TM Check und G4 töten können. Ansonsten seht ihr ja, wo hier ungefähr die Grenze ist. So bei 3 Millionen HP schafft dieses Team an Schaden auszuteilen. Sofern alles perfekt läuft, sprich, ihr müsst irgendwann wechseln. Und für diesen Fall habe ich jetzt einfach mal andere Teams vorbereitet. Ich gehe nicht mehr auf die einzelnen Kämpfe ein, sondern sage nur, was ich gewechselt habe. Hier habe ich bei diesem Team für Pedro habe ich Colosseum Kid ausgetauscht mit Fortnite Sai. Dann in Team gegen Pudding habe ich Team Ace als Captain genommen. Und natürlich G4 rein, Cavendish rein, um halt die Voraussetzungen zu erfüllen. Und gegen Sanji selber, sofern ihr Big Mom Max Limit Broken habt, könnt ihr sie sofort benutzen. Der Grund hier ist, neunfacher Spezialschaden, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, die erfüllen wir haben hier jede Farbe vertreten. Sollte also auch gut funktionieren, dieses Team dann. Andernfalls immer dran denken, das Ziel von Free-to-Play bei der Treasure Map ist immer, die neueste Einheit zu farmen und nicht so hoch wie möglich zu kommen. Dafür fehlt euch irgendwo einfach die Luft dann hinten raus, wenn ihr nicht die neuesten Rare Recruits habt. Noch kurz eine Sache zu Nami. Ich wechsle nochmal zurück. Ihr seht hier, das ist glaube ich das einzige Team, wo ich kein komplettes Free-to-Play habe, einfach aus dem Grund, ja, weil so eine dreckige am runden Anfang Despair und Paralyse hat. Und Rare Recruit Carrot wurde einfach halt gemacht, um dies zu kontern. Es gibt keine bessere Einheit,
als Sie in dem Fall. Ihr könnt natürlich einen Paralyse-Reduzierer benutzen, wenn ihr keinen anderen habt. Sollte mindestens 3 Züge entfernen. Ja, das war es jetzt eigentlich für die Free-to-Play-Teams. Und ja, dann werde ich jetzt wechseln zu dem Rare Recruit Heavy. Und wir sehen uns dann da.